So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minion Masters, der 103. insgesamt und der zweiten in dieser Saison. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, wir konzentrieren uns diesmal vor allem auf den Mannschaftskampf und das habe ich getan und bin aufgestiegen von Gold 1. Das war, glaube ich, der Stand, auf dem wir in der letzten Episode, also am Ende der letzten Episode waren. Jetzt sind wir auf Platin 2. Das ist natürlich immer noch nicht hoch, aber die Saison ist auch noch 26 Tage lang, beziehungsweise wenn das hier ausgestrahlt wird, was heißt ausgestrahlt, wenn ich es auf meinen Kanal hochlade, dann ist die Saison wahrscheinlich schon ein ganzes Stück weiter, weil ich jetzt so ein bisschen im Voraus produziere, gerade eben, weil ich Zeit dazu habe im Moment. Aber egal, also jedenfalls, wir sind noch nicht sehr weit in der Saison fortgeschritten und dafür ist das jetzt ganz okay eigentlich, dass wir schon mal so ein paar kleine Unterränge aufgestiegen sind. Ja, und daran arbeiten wir jetzt weiter. Ja, also wie gesagt, wir konzentrieren uns auf den Mannschaftskampf. Im Einzel habe ich nicht weitergespielt. Und im Mannschaftskampf will ich dann auch wirklich diese Saison mal wieder wenigstens auf den Meisterrang kommen. In der letzten Saison hat man ja praktisch gar nichts geschafft. Also wirklich gar nichts. Wobei, ich glaube, da waren wir. Ich glaube, wir sind jetzt schon ungefähr auf dem Stand, auf dem wir in der letzten Saison waren. Also. So wenig habe ich letzte Saison gespielt. Wobei, da habe ich natürlich auch Einzel- und Mannschaftskampf gespielt und habe mich nicht auf eins von beiden konzentriert. Das muss man natürlich dazu sagen, aber trotzdem war das Ergebnis erbärmlich. Und diese Saison soll es besser werden, auf jeden Fall. Sonst macht es, glaube ich, auch keinen wirklichen Sinn, das hier weiterzuführen, weil wenn ich in jeder Saison noch schlechter abschneide als in der Saison. Mein Gott, mein Mund, meine Zunge. Wenn ich in jeder Saison noch schlechter abschneide als in der Saison davor, dann wird es irgendwann langsam langweilig. Und deswegen, wie gesagt. Deswegen machen wir es diese Saison eben so, dass wir nur Mannschaftskampf spielen. Und dann erreichen wir da wenigstens was, hoffentlich. Dazu sollte ich mich jetzt aber so ein bisschen konzentrieren und hier keinen Mist bauen. Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Ah, das da drüben, die könnte natürlich ein bisschen Schwierigkeiten machen. Aber so viele Schwierigkeiten dann auch wieder nicht. Ja. Ja, das sieht okay aus soweit. Das ist jetzt aber nicht so toll. Macht mein Mitspieler da irgendwas? Naja, das hat zu lange gedauert, dass mein Mitspieler da macht. Ich wollte jetzt keinen Blitzschlag spielen, weil da wäre da ein bisschen verschwendet gewesen an dieser Stelle. Ah, oh, Mist, der wird nochmal geheilt. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht für uns. Wobei, wir kriegen ihn trotzdem noch klein. Aber es hat ein bisschen lang gedauert. Gut, den. Ja gut, wir spielen trotzdem noch den Verteidigungshäcksler. Ja, hätte ich vielleicht doch schon ein bisschen früher spielen sollen. Ja, oder vielleicht hätte ich es auch gar nicht spielen sollen. Das war jetzt auf jeden Fall nicht der Hit. Na, ja, okay. Geht. Geht. Und dieser Zauber hier, der war ziemlich nutzlos. Der Zauber unseres Gegners, das ist gut für uns. Das hier allerdings war leider gut gespielt. Der Vernichter. Das war allerdings auch gut gespielt, die Skratillerie. Aber allzu viel hat es dann doch nicht gebracht. Wobei immerhin. Wir haben unsere Gegner schon auf fast 1000 Punkte runter. Ah, jetzt haben wir da drüben allerdings ein Problem. Jetzt habe ich auch hier meine Betäubungsulane ausgespielt. Dann habe ich da oben natürlich keine mehr. Der wird da nicht sehr lange durchhalten. Der arme Inkubus. Ja, wobei, das geht schon. Das ist schon okay.
Wie sieht's mit den Erfahrungspunkten aus? Wir sind vorn bei den Erfahrungspunkten, weit vorn. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Jetzt richten wir noch ein bisschen Schaden an der... Ah, ich habe vielleicht schon wieder zu lange gezögert. Nee, hat noch gereicht, hat noch gereicht. Dieses Ding richtet auch nochmal Schaden an, dieses Raketensilo. Und dann passt das schon fast. Also sehr viel mehr brauchen wir dann schon nicht mehr. Gleich haben wir auch den dritten Perk. Ja, reicht noch nicht ganz. Ah, das könnte mit diesem Zauber schon reichen, oder? Ja, das hat gereicht. Okay, das ist doch gut. Fangen wir also gleich mit einem Sieg an. Leider habe ich die letzte Runde vor der Aufnahme verloren. Glaube ich zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, eine Siegesserie haben wir jetzt nicht so bald. Also mit so richtig großen Fortschritten innerhalb dieser Episode würde ich jetzt nicht unbedingt rechnen. Ihr habt auch gesehen, es ist noch ein ganzes Stück hin bis zum nächsten Stufenaufstieg, bis zum nächsten Rangaufstieg. Ich habe übrigens seither... Ja doch, ich habe noch einmal diese eine neue Einheit mit dem Pferd gesehen, aber ansonsten habe ich nicht wirklich was Neues entdeckt. Also so wahnsinnig viel Neues scheint es nicht zu geben. Ich hätte mir natürlich auch einfach mal den Changelog anschauen können. Wie das jeder vernünftige Mensch tut. Aber... Jo, das ist offensichtlich nicht mein Stil. Ja gut, kann ich alles haben. Immerhin haben wir uns die obere Brücke geholt. Ah, Mist, selbst die haben wir verloren. Okay, das ist jetzt nicht toll. Dann müssen wir jetzt mal, vielleicht holen wir mit dem Seelendieb hier ein bisschen was raus. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich das gern gehabt hätte. Naja, immer. Ah nein, jetzt fliegt der einfach weg, anstatt hier sich um diesen Terror-Brutus zu kümmern. Das ist natürlich mies. Und Brücke haben wir auch keine, das ist doppelt mies. Jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir hier mal... Ja, wie sieht es denn aus mit den Erfahrungspunkten? Da sind wir schlecht dran. Ganz, ganz schlecht. Deswegen hatten wir bislang auch noch überhaupt keinen Betäubungsulan. Keinen Betäubungsulan, keinen Arkangolem. Die Kommentare sind auch nicht unbedingt auf der Höhe. Naja gut, immerhin haben wir die erste Runde gewonnen. Ich hatte schon schlimmere Episodenstarts. Ja, aber das sieht halt echt von den Erfahrungspunkten her nicht besonders gut aus. Na, nee, das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Und es reicht auch weiterhin nicht. Wir haben keine Brücke, das geht so nicht. Wenn wir so weitermachen, sind wir bald komplett hinüber. Allerdings war das jetzt sehr günstig für uns, was unser Gegner da gemacht hat. Jo, also diesen Seelendieb hat unser Gegner quasi hochgezüchtet. Und da hat eben nochmal was zum Fraß vorgeworfen. Und auch das hier. Was sollte denn das? Also das könnte uns jetzt nochmal so ein bisschen ins Spiel zurückbringen. Und auch der Schaden, den jetzt diese Seelendieb hier noch angerichtet hat. Auch wenn er jetzt inzwischen natürlich dann doch mal gestorben ist, aber... Das ist jetzt schon eine Menge Schaden. Na Mist, das kam jetzt ein bisschen zu spät. Früher oder später werden wir allerdings den Nachteil haben, dass unser Gegner halt einfach den dritten Perk erreicht und dann auch Mana Frenzy erreicht irgendwann mal. Während wir davon noch weit entfernt sind.
aber es könnte sein, dass wir dann trotzdem das Spiel vorher einfach schon gewonnen haben, bevor es irgendwie zum Mana Frenzy kommt. Ah, das ist schlecht da hinten. Ja, aber da vorne werden wir noch ein bisschen Schaden hier. Okay. Okay. Da hat uns jetzt der Erfahrungspunkt, der Rückstand, gar nicht so wahnsinnig viel geschadet. Weil unser Gegner einfach seine Verteidigung nicht im Griff hatte. Und da lag jetzt schon sehr, sehr vieles auch an diesem einen Seelendieb, obwohl er so wahnsinnig viel Schaden am Turm gar nicht angerichtet hat. Ich meine, ein paar hundert waren es schon. Aber die Lebenspunkte, die wir dem Gegner abgezogen haben, die kamen zum größten Teil schon durch irgendwelche anderen Einheiten zustande. Aber der hat halt viel abgeräumt da. Make this entertaining, guys. Let's do it. An kleinen, schwachen Einheiten. Ja, ich sollte auch ein bisschen höflich sein. Na, ich meine, es ist kein Muss, aber spricht nichts dagegen. Okay, schauen wir mal, dass wir den... okay. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Das hat auch nicht gut geklappt. Okay, machen wir die mal so... Ah, Mist! Die Maus habe ich nicht gesehen. Ah, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Tötet die verdammte Maus. Oh je. Ah, nein, 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 das war, ah, das wollte ich doch gar nicht. Ah, Mist, ich habe wieder die falsche Karte erwischt. Das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Das Mist. Den Arkan-Golem wollte ich eigentlich spielen. Weiß nicht, warum mir das... Das ist mir früher nie passiert, aber in den letzten Wochen vielleicht sitze ich irgendwie anders oder so. Oder habe irgendwie einen Knick in meiner Linse. Gut, mit dem müssten die Meister selbst fertig werden. Diesem einen Skelett hier. Ich erobere jetzt mal die Brücke. Okay, da kommt schon das nächste. Aber immerhin haben wir mal kurzzeitig die Brücke. Ah, das ist Mist. Wobei, das sollte eigentlich ganz gut hinhauen. Ja, wir haben beide Brücken soweit. Ich meine, die Skelette werden hier wieder auferstehen und dann werden wir wieder einen Teil der Brücken zumindest verlieren. Haben wir den Shadow Whelp erwischt oder nicht? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Na, jetzt hat der Seelendieb keinen einzigen getötet. Das ist natürlich ganz schlecht, da kommt er auch nicht weit. Und der wäre jetzt wahrscheinlich sowieso schnell gestorben. Durch diesen Vorboten hier. Und das ist jetzt ein ganz, ganz übler Angriff. Und diesmal habe ich leider überhaupt keinen Zauber hier, den ich da irgendwie... Aber das habe ich hier. Das habe ich hier und das habe ich hier. Naja, und das hat gewirkt. Und das wird hier drüben wirken. Naja, der Arkan-Golem war jetzt nicht wirklich zu retten. Ich hätte ihn nochmal heilen können, aber... Ich weiß nicht, wie viel das wirklich gebracht hätte. Es passt schon so. Wir verteidigen es lieber mal so. Das sollte funktionieren. Diese Dinge noch zur Verstärkung, dann ist der auch gleich, ja. Ah, Mist, ich habe vergessen, dass sie wieder aufersteht. Beziehungsweise ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Meine Augen waren auf der linken Seite des Bildschirms und haben die rechte völlig ignoriert.
Okay, wir könnten den hier vielleicht mal, wir könnten... Nee, so Mist, der wird gleich... Genau das meinte ich. Und der Kettenblitz war furchtbar eingesetzt von mir. Furchtbar eingesetzt. Wie biegen wir das wieder hin? Schwer zu sagen. Ah, der hält jetzt natürlich wieder gerade da, wo er praktisch nicht angreifbar ist. Dieser verfluchte Vorbote. Okay, jetzt könnten wir ihn wegkriegen. Aber jetzt haben wir halt hier... die bringen auch nichts. Können wir die uns vielleicht mal betäuben? Weil das ist ja wirklich furchtbar, was hier gerade eben abgeht. Nee, mit dem Betäuben klappt es auch nicht lange. Weil die Betäubung so lange abgeschossen worden sind und dann ist die Sache eigentlich auch schon fast vorbei. Also das wird unser Gegner jetzt durch Zauber notfalls schaffen. Ja, genau. Das dachte ich mir. Nee, das war... Ich meine, es war ein recht ordentlich spielender Gegner, aber das hätte besser laufen müssen. Also da habe ich auch ein paar Fehler gemacht. Das war keine gute Leistung. Ich weiß nicht, ob mein Mitspieler irgendwie auch noch Fehler gemacht hat. Ich habe nicht so drauf geachtet, was er treibt, was vielleicht auch ein Fehler war, schon meinerseits. Das sollte ich eigentlich besser wissen, aber da habe ich auf jeden Fall ein paar Sachen nicht optimal gespielt. Das war keine Top-Leistung, aber okay. Ein Sieg, eine Niederlage könnte immer noch schlimmer sein, aber natürlich wollen wir am Ende der Episode zumindest so ein bisschen Fortschritt gemacht haben, selbst wenn wir keinen Rang aufsteigen, wollen wir doch wenigstens ein paar Punkte mehr haben. Also ein bisschen anstrengen sollten wir uns schon. Ja, das ist immer schon mal einiges an Schaden, was wir hier angerichtet haben. Allerdings kriegen wir auch gleich die Quittung hier drüben. Beziehungsweise den Gegenangriff. Ja, aber es geht noch. Es hält sich in Grenzen. Ah. Wie sieht es mit den Erfahrungspunkten aus? Wir sind vorne im Moment. Aber jetzt nicht so weit, dass wir uns was drauf einbilden könnten. Das kann auch schnell wieder... Oh, wir sind... Nee, wir sind überhaupt nicht vorne. Was rede ich denn? Ich habe mich verlesen. Ja gut, dann können wir uns erst recht nichts drauf einbilden. Aber wir könnten vielleicht bald wieder vorne... Ah, nein, Mist. Wenn ihr noch eine Sekunde stehen geblieben wärt. Ah. Na gut. Naja, gut, den können wir jetzt betäuben. Das ist jetzt nicht so das Wahnsinnsproblem. Der Succubus da unten ist schon ein bisschen größeres Problem, aber jetzt auch... Ah, okay. Der Streuner war jetzt sehr hilfreich. Und wir könnten jetzt zumindest über die untere Seite durchbrechen. Nochmal ein bisschen Schaden anrichten. Ja, so viel Schaden ist es vielleicht dann doch wieder nicht. Wobei. Passt das auch? Ja, das passt. Ja, das könnte schon... Also wir werden jetzt noch nicht den Gegner erledigen können. Das reicht noch nicht, aber auf längere Sicht könnte das reichen. Wenn wir noch mit Zaubern einiges an Schaden anrichten. Da fehlt jetzt nicht mehr sehr viel jedenfalls.
in dieser Runde hier zu entscheiden. Ja, wenn jetzt der Inkubus nochmal durchkommt, noch ein paar Schläge hier zufügt, ja, dann können wir den Rest wahrscheinlich dann auch schon mit Zaubern machen. Ja. Ich gehe das schon mal an, ja. Ein bisschen fehlt schon noch. Okay, ja, da komme ich jetzt wieder zu spät mit dem Blitzzauber. Aber okay. Der Arkangolem könnte nochmal durchkommen da unten. Wenn der noch ein bisschen Schaden anrichtet, ja, okay. Dann nehmen wir jetzt nochmal den Blitzzauber und dann reicht es auch schon. Passt. Okay. Zwei Siege, eine Niederlage, aber ich meine, um wirklich Fortschritt zu machen, bräuchten wir halt eine Siegesserie. Und da ist noch ein Stück Weg bis dahin. Masters, get dueling! Okay. Ich muss ein bisschen warten auf die Drohnen. Gut, jetzt haben wir die obere Brücke, aber auf der unteren haben wir Schwierigkeiten. Weil wir diesen Typ hier mit seinem Schild haben. Ah, okay. Das hat jetzt natürlich sehr viel geholfen. Und da drüben nehmen wir mal kurz den Seelendieb zur Unterstützung. Auch wenn er natürlich effektiver gegen schwächere Einheiten wäre. Wie sieht es mit den Erfahrungspunkten aus? Wir sind weit hinten dran. Mein Gott, wie konnten wir denn so weit hinten dran sein? Ja, ich hatte die Hoffnung, dass wir jetzt ein bisschen aufholen, aber so wird das nichts. Zumindest die obere Brücke haben wir jetzt mal kurzzeitig gehalten. Ja, und jetzt ist ja auch schon wieder... Nee, wir halten sie immer noch, weil die hier vorbeigeflogen sind. Das ist sehr, sehr gut für uns. Das kann wirklich viel helfen, dieser kleine Zufall. Ja gut, jetzt ist sie trotzdem wieder weg. Und wir haben die untere in der Zwischenzeit nicht geholt. Ah, Mist. Die untere Brücke fehlt uns schon wieder. Nee. Wir bleiben erstmal im Rückstand, was die Erfahrungspunkte angeht. Da kommen jetzt auch so schnell nicht hinterher. Ah, das ist Mist. Das ist Mist da oben. Gut, aber bei den Lebenspunkten machen wir ganz gute Fortschritte. There's one. Go get it, boy.
das ist schon wieder nicht so toll. Suchen wir es mal so. Ah, okay. Ja, ich denke, wir könnten das schon noch gewinnen. Unser Erfahrungspunkte-Nachteil ist jetzt auch nicht so riesig. Aber wir müssen halt irgendwann mal hier wirklich dann die entscheidenden Schadenspunkte noch holen. Ich habe jetzt noch mal ein paar angerichtet mit meinem Zauber hier, aber da fehlt schon noch ein bisschen was. Ja, wird besser. 435 Punkte sind es noch. Wir sind einfach in der Defensive im Moment. Und unser Gegner hat jetzt schon den dritten Perk und das ist nicht gut. Irgendwie müssen wir hier echt mal... Also einmal sollten wir schon noch irgendwie durchkommen, sonst wird es eng. Das nur ganz allein. Mit Zaubern machen zu wollen. Wir kommen nicht mehr durch. Ich muss jetzt doch mal den Blitzzauber einsetzen, weil sonst... Ich hätte ihn eigentlich lieber beim Turm eingesetzt, aber das geht halt jetzt nicht. Wir müssen uns auch irgendwie verteidigen. Und ich glaube, ich habe eigentlich schon viel zu lange damit gezögert, diese Zauber einzusetzen. Aber jetzt wären wir halt schon wirklich knapp dran. Worauf wartet gerade eben unser Mitspieler eigentlich? Der hat doch jetzt viel zu lange gezögert, um seinen Drachen hier einzusetzen. Jetzt ist es ja schon zu spät. Was sollte denn das jetzt? Oder hat er einfach keinen Mana gehabt? Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass er den Drachen einsetzt. Wahrscheinlich hat er einfach keinen Mana gehabt. Ich habe nicht so... Also das hätten wir gewinnen müssen. Das war einfach blöd. Da haben noch ein paar hundert Schadenspunkte gefehlt. Wenn er den Drachen früher ausspielt, ich nehme an, dass er es einfach nicht konnte. Und ich habe da nicht schnell genug reagiert. Ich hätte früher noch irgendwas hinspielen müssen. Einfach nur, um kurzzeitig die anderen Einheiten zu blockieren. Also die Einheiten unseres Gegners. Und sie davon abzuhalten, Schaden anzurichten. Da war ich dann vielleicht ein bisschen zu fixiert auf den Turm gegenüber. Ja, insgesamt war ich wahrscheinlich ein bisschen zu fixiert auf die letzten paar hundert Schadenspunkte und hätte lieber auf unsere Verteidigung achten sollen. Die Schadenspunkte, die wären dann früher oder später schon noch gekommen, wenn wir lang genug durchgehalten hätten. Das war blöd. Das war unnötig. So wie die andere Niederlage auch. Das sind blöde Niederlagen heute. Naja. Neuer Versuch. Und diesmal will ich wenigstens keine unnötige Niederlage haben. Wenn wir verlieren, weil wir einfach schlechter sind, dann ist es was anderes. Ja, wobei, ich meine, wir waren gerade eben auch schlechter, darum haben wir verloren. Aber ich meine, wir hätten leicht besser sein können in der Runde gerade eben. Wir hatten schon Runden, in denen wir sowas gewonnen hätten. Mist. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie diese Priesterin da oben wegbekommen, bevor da noch irgendwas davor gespielt wird, vor die Priesterin.
Okay, das hat funktioniert. Wir haben jetzt immerhin beide Brücken erstmal. Okay, wir haben nicht mehr beide Brücken. Aber das kann sich gleich wieder ändern. Ja. So weit, so gut. Was machen wir gegen diesen Typen hier? Ich weiß es nicht. Wenn ich... Ah, okay. Okay, okay, okay. Schauen wir jetzt erstmal, dass wir den hier wegbekommen. Und dann schauen wir, was wir mit dem hier machen. Wir haben Betäubungsulane. Ja, ich weiß selbst, wie man einen Koloss erledigt. Das brauche ich mir eigentlich nicht von meinem Mitspieler sagen lassen. Na, das war jetzt natürlich schade. Aber auch das hätte eigentlich schlimmer kommen können. Hättest du doch das doch jetzt einfach meinen Seelendieb machen lassen. Der hätte dann locker 7, 8 Kills sammeln können, aber nein, nein. Ja, jetzt habe ich nichts, was ich machen könnte. Okay, das hat mein Mitspieler gut gemacht. Ja, okay, ist dann trotzdem gestorben, aber das war nicht die Schuld meines Mitspielers. Der hier wirklich kurzfristig meinen Arkan-Golem sehr gut gerettet hatte. Schau mal, dass ich diesen... Ja gut, die Scrats sind jetzt natürlich trotzdem tot. Aber immerhin hat mir den Vernichter da erledigt. Frage ist, was machen wir jetzt mit der hier? Mit der Priesterin? Ah, jetzt wird er auch noch auf der Brücke aufgehalten, aber... Also ich rede von dem Inkubus. Es sind knappe und anstrengende Partien, die wir hier heute haben. Und deswegen, unter anderem deswegen, sind meine Kommentare vielleicht nicht ganz auf der Höhe. Wobei, so knapp war das ehrlich gesagt gar nicht. Kam mir knapper vor, als er tatsächlich war. Aber ich meine, in den 2 verlorenen Runden haben wir gesehen, wie schnell sich das rächt, wenn ich da mal ein bisschen unkonzentriert bin. Also, verzeiht mir, wenn meine Zunge da nicht immer Schritt hält mit dem Spielgeschehen. Oder auch mit meinen Gedanken. Also meine Gedanken sind schon langsamer als das Spielgeschehen, aber meine Zunge ist dann nochmal langsamer. So vielleicht. Okay, wir haben vorerst für einige Sekunden beide Brücken. Na okay, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Zu spät für den Seelendieb, aber wir können hier den Verteidigungshäcksler schon mal als Deckung hinspielen. Das Dixie müsste den hier eigentlich erledigen, oder? Ja, zumindest fast. Ah, wieder ein bisschen. Na. Zumindest den hinteren konnte ich noch erledigen. Und das Ding ist jetzt sowieso hinüber. Und da drüben müssen wir jetzt mal schauen. Der erledigt hoffentlich den Drachen. Ja, das ist gut. Ah, okay. Muss ich nichts mehr machen. Das ist eigentlich ganz gut gelaufen hier unten. Und da oben läuft es auch ganz okay.
Allerdings haben wir jetzt diesen verdammten Vorboten hier. Okay, der wurde jetzt erstmal umgedreht. Das ist natürlich gut, aber das wird nicht lange halten. Ja, das ist auch schon vorbei. Und ich habe leider gerade eben keinen Zauber auf der Hand, den ich da einsetzen könnte. Das ist bitter, weil... Okay, unser Mitspieler hat es geregelt. Danke dafür. Das war sehr gut gemacht. So, und jetzt können wir hier mal beide Brücken einnehmen. Und wir sind einmal nicht hinten dran, was die Erfahrungspunkte angeht. Das ist eine schöne neue Erfahrung. Und auch bei den Lebenspunkten sieht es eigentlich sehr gut aus für uns hier. Wir werden unseren Vorsprung auch vorerst halten können bei den Erfahrungspunkten, wie es aussieht. Ja, das war ein gut eingesetzter Kettenblitz. Jetzt mal so schnell. Ja, ich denke, diese Runde hier, die sollten wir gewinnen. Ich weiß, das habe ich bei unserer letzten Niederlage auch gesagt, dass wir das hier schaffen können. Und dann habe ich es verbockt. In den letzten ein, zwei Minuten. Aber diesmal bin ich wirklich zuversichtlich, dass das hier... Ja, schade, dass das hier nicht mehr verloren geht. Auch wenn das jetzt hier gerade eben nicht so ganz ideal läuft, aber... Trotzdem dürfte das funktionieren. Ich nehme da nochmal ein bisschen Schaden an. Ja, und das war es dann auch schon. Oh, unser Mitspieler hat verfehlt mit seinem Zauber. Er hat den Turm verfehlt, den feindlichen. Sonst wären das jetzt nur noch irgendwie 20 Punkte gewesen, aber es reicht jetzt trotzdem. Das, ja, ja. Passt schon. Und war das der vierte Sieg bei zwei Niederlagen? Ich hoffe, das war der vierte. Ja, das müsste der vierte gewesen sein. Und dann würde es doch eigentlich, das würde doch eigentlich heißen, dass wir jetzt mit einem weiteren Sieg eine Siegesserie haben. Das wäre doch mal was. Dann könnten wir es vielleicht tatsächlich noch schaffen, hier wenigstens einen Unterrang aufzusteigen in dieser Episode. Das wäre jetzt keine brillante Leistung. Aber wie gesagt, wir sind noch früh in der Saison, wir haben noch die Zeit, hier was zu erreichen. Okay, es passt schon. Ja, ja, das Skelett kommt nicht weiter und dann haben wir auch diese Brücke gleich wieder. Und wir sind noch nicht vorne dran, was die Erfahrungspunkte angeht. Aber wir werden es gleich sein. Okay. Ja, also oben kommen wir ganz gut durch. Okay, langsam lassen wir uns doch ein bisschen zurückdrängen.
Aber wir haben einen ganz guten Vorsprung bei den Erfahrungspunkten. Ich sollte halt die untere Brücke auch wieder einnehmen. Auch wenn jetzt hier dieser Arkan-Golem wahrscheinlich ein bisschen verschwendet ist, wobei wir können ihn erstmal verteidigen. Wie lange das mit der Verteidigung klappt, das ist noch eine andere Frage, aber das müsste eigentlich immer noch klappen. Oben wird es jetzt allerdings knapp. Mit dem Koloss hier, aber auch da haben wir schon relativ viel Schaden angerichtet eigentlich. Gut, jetzt kommt der Koloss hier rüber und wird wahrscheinlich meinen Arkan-Golem vernichten. Nee, auch das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe hier nochmal mit der Skretillerie Schaden angerichtet. Das ist gar nicht mal so übel. Aber ich meine, wirklich viel Schaden angerichtet haben wir eigentlich noch nicht. Wir sind halt bei den Erfahrungspunkten vorne dran. Ja, die wollte ich eigentlich nicht dahin spielen, sondern dahin. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich dahin geklickt habe, aber irgendwie, naja. Aber größer, wirklich größer wird unser Vorsprung bei den Erfahrungspunkten jetzt auch nicht. Na, vielleicht so ein bisschen. Aber es zieht sich. Ich hoffe, dass dann, wenn wir hier vielleicht mal... Na, es ist schon zu spät, glaube ich, ja. Zu spät für den Hals, aber... Also wenn wir hier mal den dritten Perk erreichen, dann hoffe ich, dass wir hier mal ein bisschen Fortschritt machen und auch ein bisschen Schaden anrichten beim Gegner. So, jetzt haben wir den dritten Perk. Jetzt ist es an der Zeit. Ein bisschen Schaden haben wir jetzt auch schon angerichtet, auch durch die Zauber, die ich jetzt hier drauf geschossen habe. Okay, der Koloss, der macht es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, Schaden anzurichten. Und doch, der Gegner nimmt Schaden. Sogar ganz ordentlich. Und da ist der Koloss auch endlich mal hinüber. Das hat auch lange genug gedauert. Ja. Ah, Mist, hat diese Einheit hat jetzt den ganzen Schaden abgehalten von meinem Zauber. Aber den Rest müssten wir jetzt eigentlich mit Zaubern schaffen. Ja, 41 Punkte, das müsste jetzt eigentlich schon reichen. Ja, okay. Okay. Ja, und das reicht sogar, um mal einen Unterrang aufzusteigen. Ob wir den jetzt halten können, ist die andere Frage. Wie sieht es denn eigentlich mit der Zeit aus? Ja, wir müssen schon noch ein paar Runden spielen. Also, da kann ich jetzt keinen Rückzieher machen. Nur weil das Risiko besteht, dass wir hier diesen Rangaufstieg wieder verlieren. Na gut, falls wir ihn verlieren, dann haben wir immer noch Gelegenheit, ihn uns wieder zurückzuholen.
Weil zwei Runden haben wir auf jeden Fall noch, wahrscheinlich hier drei. Masters of Minions and Minions of Masters, prepare to duel! Showtime! Arcanist Milloween, at your service. Ja, sei auch hier mal wieder höflich. Ich habe nicht das, was ich hier haben will, um... suchen ist mal so. Um die Brücken einzunehmen, wollte ich sagen. Ah, hat nicht ganz gereicht. Aber jetzt wird's reichen. Ah, okay. Aber der wird trotzdem die Brücke einnehmen. Das ist immerhin mal etwas. Ja gut, damit muss er rechnen. Unser Mitspieler, dass da ein Kettenblitz reingesetzt wird. Das ist ja die natürlichste Sache der Welt. So, was machen wir jetzt hier? Wir warten noch ein bisschen, bis dieser Magier da im Hintergrund näher dran ist. Dann den Verteidigungshexter und dann sieht es gar nicht mal so gut aus für uns. Na, es hat nicht ganz gereicht. Ja, im Endeffekt hat es doch gereicht, um die Priesterin zu töten. Aber es war ganz schön knapp. Ich muss irgendwas... Irgendwas müssen wir tun, um die Brücken zu holen. So geht's nicht weiter. Wir sind gerade... Ja, es ist genau ausgeglichen. Ich weiß, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen meinen Arkan-Golem verschwendet. Ich habe meinen Arkan-Golem verschwendet. Aber... Was sein muss, muss sein. Ah, Mist. Immerhin konnten wir Bara töten. Das ist schon mal ganz schön wichtig. Wie sieht es jetzt mit den Erfahrungspunkten aus? Wir sind minimal vorne dran, aber wirklich nur minimal. Das kann man fast schon nicht zählen. Ah, ich hätte doch lieber den Inkubus spielen sollen. Was soll's, was soll's. Ah, so Mist, so Mist, so Mist. Schon wieder die verdammte Priesterin. Na, immerhin. Sieht schon gar nicht mehr so schlecht aus. Okay, da können wir jetzt einen Seelendieb hinstellen. Der leistet da oben erstmal ganz gute Arbeit. Ja, das ist gut gelaufen. Und die Hälfte der gegnerischen Lebenspunkte haben wir schon mal abgezogen. Na, gute 1000 hat er noch. Und jetzt ist er auch schon unter 1000. Jetzt geht's gerade eben ziemlich schnell. Ah, Mist. Ich hätte ihn heilen sollen. Da habe ich zu spät reagiert, aber das werden wir trotzdem gewinnen. Also so ist es nicht, sobald ich mal wieder irgendwie Zauber habe auf der Hand. Ui, da kommt jetzt aber was auf uns zu. Und ich habe die Zauber nicht, die ich bräuchte, um das Spiel hier zu entscheiden. Aber wenn der Inkubus hier durchkommt, dann reicht es auch. Ja, er ist durchgekommen. Okay, dann können wir, glaube ich, in dieser Episode gar nicht mehr absteigen. Nee, nee, nee. Noch gute 10 Minuten. Bis zur Marke von einer Stunde. Das wären 3 Niederlagen. Nee, das kann nicht mehr. So schief kann es nicht mehr laufen. Das müssten verdammt schnelle Niederlagen sein.
Wieso fällt es mir heute so wahnsinnig schwer zu sprechen? Ich weiß, ich habe immer ein bisschen das Problem mit meinen Versprechern, aber das ist ja heute wirklich... Nicht nur, dass mir meine Zunge nicht gehorcht, ich sage auch meistens die Worte in einer anderen Reihenfolge, als ich sie sagen will. Ich weiß nicht, wie das passiert. Als ob mein Gehirn einfach nur würfelt mit den Worten. Und dann kommen sie eben in einer zufälligen Reihenfolge raus. Manchmal auch Worte, von denen ich noch gar nicht wusste, dass ich sie sagen will. So, und jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Aber das ist vielleicht das Beste. Dann sage ich schon nichts falsch. Okay, das sieht gar nicht so gut aus für uns, oder? Ja, da kann ich jetzt mal den Seelendieb mit dazu holen, aber der braucht ein bisschen Zeit, um jetzt hier wirklich einzuheizen, den Leuten. Das ist dann schon ein bisschen problematisch hier. Also haben jetzt schon ein bisschen zu viel Schaden genommen, jedenfalls mehr, als ich da nehmen wollte. Immerhin, wir haben uns jetzt die Brücken zurückgeholt. Sind allerdings auch ein bisschen hinten dran. Bei den Erfahrungspunkten. Ah, jetzt habe ich die Karte wieder nicht erwischt. Jetzt ist es schon zu spät, um den Kettenblitz noch zu spielen. Jetzt könnten wir den Turm nicht mehr erwischen. Das mal so. Ja, habe ich fast ein bisschen zu früh gespielt hier drüben, sonst, wenn ich ein bisschen später gespielt hätte, hätten unsere Meister mit eingreifen können. Und dann wäre dieser Kampf viel, viel schneller entschieden gewesen. Das ist jetzt kein Beinbruch, aber das müsste man optimaler spielen. Ja, das war es schon zu spät. Der Blitz hat es jetzt auch nicht mehr gebracht. Mist. Okay, da oben kann ich mal die Drohnen spielen. Das Problem kriege ich dann wenigstens in den Griff. Okay, Mist. Okay, machen wir es mal so. Und so. Und den Zauber heben wir jetzt noch ein bisschen auf. Ah, Mist, wenn ich das jetzt... Das habe ich zu spät gesehen. Das ist natürlich blöd. Wobei, es geht noch. Hätte schlimmer kommen können. Na, kommen auch wieder ein bisschen zu spät. Wie sieht es mit den Erfahrungspunkten aus? Wir sind vorne dran, das ist gut. Nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber wir sind vorne dran. Oh shit. Kommt leider ein Vernichter hinterher und das ist blöd für uns. Ja.
Vielleicht können wir jetzt mal durchbrechen hier über die obere Brücke. Nee, es klappt nicht so gut, wie ich hätte haben wollen. Ich glaube, das ist schon zu spät, den jetzt noch zu heilen. Ja, vielleicht hätte es noch geklappt. Der eine geht nach oben. Nein, der geht nicht nach oben. Idiot. Ich wollte eigentlich, dass er die Brücke einnimmt. Einer von beiden unten und der andere da nach unten geht, aber okay. Okay. Alles noch im grünen Bereich. Wir haben das Spiel noch unter Kontrolle. Vor allem richtet jetzt wieder der Inkubus ein bisschen Schaden an. Noch nicht genug Schaden. Und doch kommen wir wieder ein bisschen näher an unseren Sieg. Viel braucht es jetzt wirklich nicht mehr. Ja, aber jetzt den Zauber zu spielen wird auch nicht reichen. Und wir lassen uns ein bisschen unter Druck setzen gerade eben. Das ist nicht gut. Ich habe vielleicht schon wieder ein bisschen zu sehr darauf geachtet. Hier. Ja, wobei, nein. Das passt jetzt schon. Das passt jetzt schon, wenn ich jetzt diesen Zauber noch einsetzen kann. Ja. Aber ich habe am Ende wieder den einen Fehler gemacht, den ich auch in der Runde gemacht habe, die wir da mal verloren haben. So unnötig. Dass ich dann doch ein bisschen zu sehr auf meine Zauber geachtet habe und darauf, die irgendwie noch den Turm zu spielen und dann die Verteidigung vernachlässigt habe. Das sollte ich dann doch nicht machen. Also es hat jetzt in diesem Fall gerade eben so funktioniert, aber wenn der Zauber jetzt nicht gekommen wäre bald, dann hätte das böse ausgehen können für uns. Haben wir noch Zeit für eine Runde? Ich glaube schon, oder? Ja, es wird ein bisschen knapp, aber mal schauen. Dann überziehen wir halt wieder ein paar Minuten. Macht ja nichts. Oder hätte ich auch mal die Belohnung holen können. Was soll's. Also insgesamt ist es jetzt nicht so schlecht gelaufen, diese Episode hier. Wir sind auf jeden Fall einen Unterrang aufgestiegen. Selbst wenn wir jetzt noch verlieren sollten, haben wir... Ich glaube, wir waren bei 200 irgendwas auf Platin 2 vorhin, als ich angefangen habe. Und sind dann, selbst wenn wir jetzt hier verlieren, auf ungefähr 300 in Platin 1. Also eine gute Stufe haben wir gemacht. Und wie gesagt, die Saison ist noch lang. Welcome to Minion Master! Schön. Dafür hätte ich jetzt an der Stelle unseres Gegners keinen Blitzschlag verwendet, nur um da jetzt noch ein bisschen Schaden anzurichten. Okay, das ist blöd, weil ich jetzt nichts habe, was ich dem in den Weg werfen könnte. Ja, gut, jetzt ist er trotzdem betäubt. Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd, ja. Aber wir müssen schauen, dass wir die Brücken einnehmen, sonst... haben wir hier große Probleme. Und wir haben die Brücken eingenommen. Immerhin. Gut, die da oben werden wir gleich wieder verlieren. Und unseren Arkan-Golem dazu. Aber die werden wir auch gleich wiederholen. Ja, wobei diese Kanone da im Hintergrund, die ist ein bisschen problematisch für uns. Das kann ich nicht leugnen.
Da unten ist halt auch die Statue. Da hätten wir eigentlich den Koloss auch ganz gut brauchen können. Aber gut, ich spiele jetzt mal schnell. Ah, das ist Schrott. Gut, mit der Statue kommen wir eigentlich ganz ordentlich zurecht. Die schlägt höchstens einmal zu. Sie schlägt überhaupt nicht zu. Also das haben wir ganz gut in den Griff bekommen. Die obere Brücke war härter umkämpft. Und ist immer noch hart umkämpft. Aber alles in allem würde ich sagen, das kam zu spät, das kam zu spät. Und hat es eigentlich fast mehr geschadet als genutzt. Na gut, wie sieht's aus mit den Erfahrungspunkten? Ziemlich ausgeglichen, wir sind sogar leicht vorne. Okay, was unsichtbar aus da unten? Was ist das? Ist das Shadow Whelp? Shadow Whelp wahrscheinlich, oder? Vielleicht hat sich das ja schon erledigt. Ja, keine Ahnung. Oh Mist. Jetzt versucht er einfach schnell Schaden anzurichten hier, unser Gegner. Und das könnte ihm ziemlich gut gelingen. Ich versuche mal das Ganze hier mit einer Skratillerie zu torpedieren. Ja, das ist auch ganz gut gelungen. Ja, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Wobei, das klappt, glaube ich. Ja. Oh, da hätte ich schon längst den Seelenlieb spielen sollen da unten. Wir sind immerhin auf dem dritten Perk, unser Gegner allerdings auch. Da konnten wir jetzt keinen wirklichen Vorsprung mehr rausspielen. Nee, das reicht nicht mehr. Zu spät. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir den Drachen durchbringen. Oh nee, das sieht nicht gut aus. Wobei, jetzt vielleicht mit dem... Nee, das hat nicht gut geklappt. Allerdings der Seelendieb, ja, der hätte jetzt einiges anrichten können, wenn er nicht betäubt worden wäre. Und unser Gegner ist praktisch vollständig geheilt. Das sieht überhaupt nicht gut aus für uns. Und doch will ich diese Runde hier noch nicht verloren geben. Auch bei den Erfahrungspunkten sind wir inzwischen hinten dran. Okay, also es gibt eine Menge Gründe, diese Runde hier verloren zu geben. Aber ich weigere mich, sie anzuerkennen. Okay, langsam muss ich sie vielleicht anerkennen, weil ich
kann dieses Ding hier gerade nicht angreifen, weil der Drache im Weg steht. Allerdings ist dieses Ding jetzt betäubt. Ja, einen Schlag mussten wir doch hinnehmen, ja, leider. Okay. Vielleicht haben wir jetzt nochmal die Chance, mit einem richtig guten Angriff hier die Sache umzudrehen. Ah, Mist, ich habe meinen Arkan-Golem vernachlässigt. Und dennoch, noch immer will ich das hier nicht verloren geben. Okay, unser Gegner hat Mana Frenzy, jetzt gebe ich das Ganze verloren. Jetzt ist es aus. Jetzt wird es diesen guten Angriff nicht mehr geben. Wir waren zu langsam. Ah ne, Moment, wir sind blau. Ich Idiot. Wir haben Mana Frenzy. Wie konnte ich das? Natürlich sind wir blau. Wir sind immer blau. Ich weiß nicht, wieso ich da gerade eben nicht geschaltet habe. Aber unser Gegner hat auch gleich Mana Frenzy. Gut, dass ich nicht wirklich aufgehört habe zu spielen, obwohl ich gesagt habe, ich gebe es verloren. Gut, dass ich so blöd dann doch wieder nicht war. Also die Sache ist jetzt noch nicht verloren, allerdings ist, wie gesagt, unser Gegner ist eigentlich auch schon Mana Frenzy. Insofern haben wir da jetzt nicht wirklich einen Vorteil. Aber eben auch keinen Nachteil. Und mit unseren Arkan-Golems könnten wir das hier durchaus noch schaffen. Ja, und auch unser Seelendieb hier vorne. Ja, okay, jetzt ist es tot, aber trotzdem. Ja, wir haben es tatsächlich noch geschafft. Ich weiß nicht, wieso ich da gedacht habe, unser Gegner hat den Mana Frenzy. Das hat ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber gut, freuen wir uns einfach darüber, dass ich falsch lag. Und dass wir hier sogar, glaube ich, nochmal einen Rang aufgestiegen sind auf Diamant 5. Das hätte ich jetzt für diese Episode gar nicht unbedingt erwartet. Und diesmal steigen wir ganz sicher nicht mehr ab in dieser Episode, weil wir nämlich nicht mehr weiterspielen werden. Gut, dann war das doch eigentlich recht erfolgreich. Und wie gesagt, ich habe noch größere Pläne für diese Saison hier, zumindest für den Mannschaftsrang. Für den Einzelkampf habe ich keine Pläne. Wie ihr seht, sind wir dann immer noch Silber 1 und da wird sich auch nicht mehr wahnsinnig viel dran ändern. Es sei denn, ich habe später doch nochmal irgendwie Lust zu spielen, aber das hier ist das, worauf es ankommt im Moment. Und ja, also um auf den Meisterrang zu kommen, haben wir jetzt noch reichlich Zeit. Und mal schauen, vielleicht geht er sogar noch mehr nach oben hin. Gut, dann tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Grimdor.